Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, natürlich eine Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlogmas-Video von mir. Hier ist Türchen Nummer 1. Viel Spaß mit dem Video. Heute an Türchen Nummer 1 dekorieren wir meine Wohnung gemeinsam. Habe ich auch noch die gemacht. In der Küche habe ich anstatt diesen wunderschönen glänzenden Apfel einfach diesen wunderschönen Elch dran gestellt, der gefühlt jedes Jahr aus meinem Küchenfenster schaut. Dieses Jahr verwende ich auch nur Sachen, die ich bereits schon zu Hause habe, also Dekoartikel, die ich zu Hause habe. Ich habe nämlich letztens mit meinem Freund meine Dekokisten aussortiert und ja, da ist so einiges zusammengekommen, was ich noch aufgehoben habe. Und dieses Jahr dekoriere ich dann nur mit diesen Sachen. Genau, und kaufe mir somit nichts Neues. Im Esszimmer steht meistens auch immer das Gleiche, und zwar dieser wunderschöne leuchtende Christbaum oder Weihnachtsbaum, genau. Und im Esszimmer auf mein Regal darf grundsätzlich mein Adventskalender drauf, und den habe ich von meinem Freund bekommen, beide tatsächlich. Da freue ich mich natürlich sehr, denn ich liebe Kinderschokolade. Auf meiner Heizung darf natürlich auch nichts fehlen, und da steht so ein ganz, ganz süßer kleiner Elch. In meiner Vitrine im Esszimmer dürfte das einziehen mit Lichtchen. Oh mein Gott, ich freue mich. Da filme ich nämlich ab und zu immer. Die Vitrine kennt ihr nämlich. Und ja, da dachte ich mir, das mache ich dann auch mal ein bisschen schön weihnachtlich. Im Wohnzimmer durften dann die Sonnenblumen mal ausziehen. Und habe dafür Fridolin, den Elch, reingestellt. Ja, ich nenne ihn einfach mal Fridolin. Ein süßer kleiner Elch. Ich freue mich auf jeden Fall. Der schaut mich die ganze Zeit einfach an, wenn ich hier auf dem Sofa liege. In der Vitrine im Wohnzimmer darf natürlich auch ein paar Sterne nicht fehlen, damit das alles ein bisschen schöner aussieht und ein bisschen nach Weihnachten. Ja, mein lieber Gecko hat dann auch mal Hallo gesagt. Huhu! Ah, die lachen immer so schön. In meinem Gang habe ich dann die schöne Frühlingsblume, die ich mal selbst gemacht habe, beiseite gestellt und habe Schneeflocken aufgestellt mit einer schönen Kerze. Und draußen im Treppenhaus darf natürlich auch nichts fehlen. Und da durfte der kleine Wichtel hinsetzen. Vor meiner Haustür wird auch der Stern aufgehängt, damit es ein bisschen weihnachtlicher aussieht und jeder weiß, okay, es ist bald soweit. Die Eule müsstet ihr normalerweise auch aus dem Video kennen. Ja, die hat einfach eine Zipfelmütze aufbekommen und ja, ich fand das irgendwie ganz niedlich. Und dann darf die da einfach in ihrem Korb chillen, genau. Das ist dieses Jahr auf jeden Fall meine Weihnachtsdeko. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und ja, euch hat das Videoformat gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen bei einem weiteren Vlogmas-Türchen. Bis dann!